Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf dem Kanal As Reiter. Wir sind in Folge Nummer 26 von Transport Fieber 2. Ja, da hinten fährt der Zug gerade weg. Die Tante Mimi hatte mir geschrieben und hat auch gesagt, dass es hier wahrscheinlich keine gemixten Züge gibt. Der fährt jetzt einmal hier rein, einmal da rein und einmal nimmt er welche mit oder einmal nicht, ne? Das heißt, sie meinte, wir sollten mal einen Kredit aufnehmen und einen zweiten Zug hier machen, den einen wächst und umbauen, den anderen natürlich dann dementsprechend anpassen. Ja, da würde ich sagen, nach dem Intro sollten wir das dann mal tun, ne? Ich würde sagen, bis gleich. So, das bedeutet, dieser Zug fährt ja jetzt hier hin, den Fahrzeug verwalten. Kann man denn ein bisschen was verändern jetzt hier? Wartung für gewähltes Fahrzeug kommen? Nee. Klo? Nee. Wo war denn hier? Verkaufen will ich nicht. Ersetze gewähltes Fahrzeug. Okay. Welche Lok ist denn das? Diese hier, ne, oder? Achso, wir müssen erst einen Kredit aufnehmen, sonst wird das nichts, glaube. Oder wie viel kostet die Lok? Die kostet schon alleine das, was wir auf der Kante haben. Okay, das bedeutet, wir nehmen jetzt einen Kredit auf, den wir ja schon fast abgezahlt hätten. Naja, nicht fast, aber 15 Millionen. Oh nee, falsch rum. Ich glaube, wir nehmen mal 20 auf. So, und dann Fahrzeug verwalten. Nicht das. Ersetze gewähltes Fahrzeug. So, die kostet 1,6 Millionen und fährt 60 km/h. Diese hier fährt schon 100 km/h, kostet aber 3,7 Millionen. Das können wir uns noch nicht leisten, das ist noch zu teuer. Was haben wir denn sonst noch so für Loks? Die sind alle viel, viel zu teuer, ne? Ja. Ne, das war unsere günstigste jetzt hier, ne? Die kaufen wir dann mal, oder? Ach, hier ist noch so ein Schienenzeppelin, ne? Oder was ist das? Roter Pfeil. 2,7 Millionen. Okay, fangen wir mit dem an. Der fährt uns jetzt die Güter dahin, denke ich mal. Und dafür brauchen wir welche Anhänger? Die Rungenwagen, okay. Da ist das drinne. Haben wir jetzt die Loks da hinzugefügt? Ich glaube nicht, ne? Also muss ich hier machen. Kriegen wir Geld wieder, wenn wir das so machen, okay. Hier ist der Rungenwagen. Der kostet uns 110. So, der hat jetzt Kapazität von 20. 32 haben wir da schon dran, ne? Da sind jetzt 8 Anhänger dran. Ne? Ist das denn so richtig? Ich glaube nicht. Das ist der falsche. Das ist der richtige, ne? Ja, denke ich mal, den haben wir genommen. So, jetzt ist 0. Jetzt sind wir schon im Plus. Und wir haben wie viel drauf? 48. Machen wir 48. Machen wir 56. Vielleicht machen wir auch kürzer. Ja, machen wir so. 6 Anhänger reichen erstmal. Vielleicht kann die gar nicht so gut ziehen, ne? Aber da steht es doch wahrscheinlich. Wenn es steil hochgeht, fährt sie nur noch 49. Wenn ich jetzt noch einen hinzufügen würde, 14 nur noch 46, 3 km weniger. Nee, ich mache das lieber so. Und ersetzen. So, jetzt haben wir die ersetzt. Jetzt müssen wir natürlich die Linie noch anpassen, weil die fährt ja jetzt auch noch Dingens. Linie verwalten. Pellingen Abzweig. Ist da, das passt. Eigentlich braucht die da nicht anhalten, ne?
Dann mach das mal weg. Die brauche ich hier nicht anhalten. Und da muss sie anhalten. Das heißt, das kann auch wieder weg. Das kann auch weg. Weiter geht's hier ja nicht, ne? Oder? Doch, da geht's ja noch weiter. Nee, da geht's nur so ein kleines Stück weiter. Okay, ich dachte schon. So, jetzt fährt die so und so. Und mehr nicht. Ist aber auf dem falschen Gleis wohl. Das heißt, hinzufügen müssen wir... das müssen wir hinzufügen. Und den müssen wir wegmachen. Aber wie das immer so ist, passt das jetzt nicht, ey. Oh, das kann ja jetzt nicht sein, oder? Nee, das ist sogar richtig, okay? Ich glaube, hier sind keine Bänke und da drüben sitzen Bänke, oder? Okay, wird so passend sein, gehe ich von aus. So, das ist Linie 13. Linie 13 ist gut. Da kommt auch Linie 13 gerade an, hat aber nichts geladen. Nö. Kann eigentlich gleich umdrehen, ne? Aber jetzt ist auch hier, jetzt kann er es auch so lassen. So, ab in Lokschuppen. So, Fahrzeug kaufen. Wie viel kann der denn laden hier? 2,7 Millionen. 20 Passagiere. Ist ein bisschen wenig. Fährt 125, das ist auch schlecht. Der müsste dann ja irgendwo wieder, obwohl, vielleicht überholt er dann auch. Ich glaube, wir kaufen den erstmal. Und den können wir auch notfalls zweimal kaufen. Kaufen wir. Dann gibt es eine neue Linie. Und die ist dann von hier nach hier. Ach, der braucht Strom. Okay, da müssen wir noch ausbauen. Von da nach da und von da nach dort. Und da ging es ja nicht weiter, ne? Genau, und dann fährt er zurück nach da. Fellingen, Allendorf, Neuendorf, Niemek, Hallenberg. So, das ist schon mal unser Halt, ne? Oder unsere Linie. So, und das bedeutet jetzt, dass wir dann hier wieder hin müssen. Und Gleise mit Oberleitung aufrüsten. Das heißt, wir müssen jetzt hier tatsächlich Oberleitungen machen. Und hoffentlich wird das nicht zu teuer. Nö, es sieht ja erstmal gut aus, ne? Ich würde den tatsächlich hier zweigleisig auch aufrüsten. Wie viel Geld haben wir noch? Oh, ist noch einiges da. Aber die Strecke ist tatsächlich schon mit Strom aufgerüstet. Ist hier schon Oberleitung? Okay, das muss man wohl dann. Ne, jetzt geht's doch. Okay, da ist jetzt Strom dran. Ne? Da ist sowieso schon Strom dran. Ne? Und nach hier hinten sieht es so aus, als ob da sowieso immer Strom ist. Da haben wir wohl schon mit Strom gebaut. Das ist ja auch nicht schlecht, ne? Und wenn es so schön ist, machen wir auf beiden Gleisen Strom, ne? Macht ja irgendwie auch Sinn. Was ist das hier? Höchstgeschwindigkeitsgleistool. Okay, da kann man die Gleise aufrüsten. Brauchen wir aber, glaube ich, jetzt noch nicht. So, das bedeutet, das haben wir jetzt geschafft. Und jetzt müssen wir nur gucken, wo der ist, ne? Der rote Pfeil.
Steht er, ist er jetzt schon am Fahren oder was? Hat das eben nicht geklappt mit dem Zuweisen der Linie und so? War das Linie 13? Nee, ne? Dann lass mal bei Fahrzeugen gucken, ob wir den hier sehen. Da unten ist er. Linie 29. Linie verwalten. Wo ist der jetzt? Okay, der ist noch im Zugschuppen. Dann kann der fahren, oder? Mal gucken, wie es wird. Ich schätze, irgendwo geht was schief. Und ja. Neues Fahrzeug verfügbar. BRE 94. Okay, wenn der weg ist, gehe ich von aus, dass dann hier der Zug rauskommt, oder? Wir haben reichlich viel Geld noch. Aber ich will gleich noch von dem hier einen zweiten kaufen. Dann passt das wieder, oder? Ach so, angehalten. Jetzt warte auf freie Wege. Okay. Warte auf freie Wege. Wo ist denn jetzt hier einer im Weg? Er verliert hier permanent an Wert jetzt, weil er rumsteht. Wo ist denn jetzt freie Strecke? Ist doch frei die Strecke, warum fährt er denn jetzt nicht? Mann! Wer kommt denn jetzt? Ach, da kommt einer, okay. Ah, jetzt fährt er auch. Gut, dann schauen wir mal nach. Da ist er, okay. Okay, er fährt hier irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie schnell der fuhr. Habe ich gar nicht drauf geachtet, ne? Mal gucken, wie wir einsteigen, ne? Aber es müssten ja eigentlich alle mitfahren wollen, oder? Okay, wir haben etwas Besseres da gerade gemacht. Wir müssen definitiv hinten nach Nimjek Ausweichen machen, schätze ich mal. Ich weiß gar nicht, wie schnell die fährt. 125, glaube ich, oder? Auf jeden Fall schneller wie die Dampflok. Das ist schon mal nicht schlecht, ne, dass sie schnell fährt. ...95, 96, 97. 100 km/h, sehr gut. ...107, 108. Ob sie die 125 auf der Strecke schafft, weiß ich aber nicht. Vielleicht muss sie gleich schon bremsen, aber ich glaube, wir sind noch nicht mal an dem Holzwerk vorbei, an dem Wald da oder wo das ist. 120. Die fährt nur 120. Ah, wir haben ein neues Dingens gekriegt. Und 120 ist wohl Maximum. Okay. Ah, hier war das Holzwerk oder was auch immer war.
Jetzt muss ich mal langsam bremsen, wa, oder? Okay. Das war jetzt aber krass, oder? Die kleben alle vorne vor der Scheibe, wenn der so anhält. Traurig. Das war jetzt nichts Dolles. So, da sind jetzt 20 drin. Mal gucken, was passiert. Alle steigen aus. Das ist schon mal gut. Wir haben auch viel Geld gemacht. Irgendwas über 200.000. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Da, jetzt steigen wieder ein. Ich glaube, es sind auch welche drinnen geblieben. Oh, jetzt wird's ernst. Die wartet wieder auf freie Strecke. Warum ist die Strecke jetzt nicht frei? Das ist die Frage, ne? Hier ist niemand. Okay, wir müssen jetzt definitiv hier mit Gleisanlage, mit Signalen arbeiten. Dann müssen wir die mal schnell hinstellen, oder? Das passt so. Fertig schon? Ich glaube, ich habe die gehört, oder? Ja, das passt schon mal. Das ist schon mal gut. Ich würde dann hier tatsächlich auch noch eins hinstellen. Und vielleicht hier auch noch, oder? Das sollte klappen. Okay, der fährt jetzt hier lang. Und jetzt müssen wir hier gucken, dass wir hier irgendwo eine Ausweiche auf jeden Fall bauen, ne? Das ist da. Ich glaube, das machen wir mal hier, oder? Da bauen wir schnell ein Ausweichgleis. Krümmung zu groß. So, und dann Signale dahin. Ich weiß gar nicht, ob das so reicht oder ob der noch was hin muss. Ich lasse es erstmal so. Schauen wir mal, wie es wird, ne? Also, da sind jetzt 5 Passagiere drin, die bis hierhin fahren. Ich hoffe, dass, wenn die hier auf dem Gleis sind, dass das andere dann auch reinfahren kann, der andere Zug. Und der ist auch schon hier unterwegs, tatsächlich. Dann werden wir sehen, ob das funktioniert oder nicht, ne? Er kommt auf jeden Fall schon mal an. Mal gucken, wie viel einsteigen. Da stehen schon ein paar am Bahndamm. Ausgestiegen sind schon mal alle. Da fahren mehr zurück wie hin. 11, okay. Okay, wenn der jetzt rausfährt, ist das schlecht. Oder? Achso, er ist noch nicht an der Weiche. Ah, okay. Ich dachte, er wäre schon weiter. Aber das ist gar nicht verkehrt, dass der da ist. Weil der ist ja ein bisschen schneller am Fahren. Also es ist gut, dass der dahin fährt.
Mehr Fahrzeuge sind in einem sehr schlechten Zustand. Ja, das wissen wir wohl. Okay, die Dampflok muss jetzt hier anhalten. Okay, so anhalten ist auch richtig, ne? Das macht dann auch Sinn. Da freut man sich auch, wenn das so funktioniert und nicht so wie eben. Das eben, das war ja wirklich der Hit, oder? Da kommt er. So. Aber was wir jetzt eigentlich ganz schnell machen sollten: gewähltes Fahrzeug klonen. Nicht genug Geld, okay. Ich denke, der kostet nur 2,7. Ach so, ich muss den da oben machen. Gewähltes Fahrzeug klonen, jetzt. Jetzt müsste ich nur mal gucken, dass ich den hier erreiche. Ja, der fährt schon raus, das ist schon mal gut. Okay, den fährt auch weiter, haben wir gerade gehört. Der muss jetzt hier gleich auch erscheinen. Das funktioniert schon mal gut. Jetzt müssen wir nur gucken. Auf dieser Strecke müssen wir wohl auch eine Ausweiche dann machen, ne? Ja. Das können wir erstmal so machen. Gleise. Und das passt schon mal. Und das passt nicht. Müssen wir hier wegkriegen. Okay, das passt nicht. Passt. Passt. Ich glaube, das ist eine lang genug Ausweiche. Passt. Ne, Signale. Und so, sieht gut aus, oder? So, wer ist wo unterwegs? Er hat 11, er hat 20. Das ist schon mal gut, ne? War das jetzt unser neuer Zug? Ja, der fährt schon mal mit 20 Passagieren und der andere steht hier und wartet. Ja, der hat jetzt ein Problem da, weil ich hier Signale gebaut habe, ne? Okay, fährt der. Ne, der andere fährt auch jetzt. Okay, dann ist das noch erkannt, weil es hier eingleisig ist, oder was? Jetzt ist nur die Frage, wenn er weiterfährt, haben wir ein Problem. Und so wie es aussieht, fährt er weiter, ne? Ja, shit. Der hält jetzt hier voran, oder? Okay, das funktioniert so nicht. Saurer Tücher. Bus, okay. Er steht da und sie wird von der anderen Seite auch noch kommen. Das bedeutet, wir müssen hier definitiv noch eine Ausweiche bauen. So, das ist erstmal gut. Und jetzt müssen hier Signale geändert werden. Warte mal, der. Welcher ist jetzt welcher? Der ist der. Der muss jetzt erstmal wenden. So, und dann müssen wir hier ein Signal hinmachen. Mich gerade ein Viech erwischt. Signale hier so
Und da müssen wir ein Signal abreißen dann, ne? Und zwar das, glaube dann. So, der kommt dann auch noch hier reingefahren. Ah, irgendwie klappt das jetzt noch nicht. Ich glaube, der hier muss jetzt erstmal drehen. Andersrum fahren, bitte. Und dieses Signal, das muss hier weggerissen werden, dieses. So, ich glaube, jetzt passt's. Und dann, wenn er da ist, kann er gleich wieder drehen. Oder war der das jetzt? Der war das. Und dieser hier, was macht der jetzt? Der kann jetzt nicht fahren, oder was? Doch, jetzt fährt er. Ich hoffe, das passt jetzt so. Also der Güterzug muss eigentlich klappen, ne? Der fährt hier lang und er fährt da lang. Das sieht erstmal alles gut aus, oder? Das sieht erstmal alles gut aus. 20 und 20 sind drin, das ist auch gut. Jetzt sind die hier natürlich eben zusammengefahren. Das war nicht so gut, ne? Aber was willst du machen? Kannst du nichts machen. So, jetzt müssen hier 20 aussteigen und auch die anderen einsteigen, wenn es geht. Hier sind es 145 Miese und da sind es 144 Miese. Sieht gerade so aus, als ob sich das Geschäft nicht so rentiert. Aber vielleicht wird das noch. Jetzt fährt der schon raus. Ist denn der andere schon weiter weg? Nee, eigentlich nicht. Aber hier steht doch kein Signal, ne? Okay. Fährt da hinterher. Oh ne, er fährt nicht da hinterher. Gut, interessant. Ja, das könnte noch was werden, weil der jetzt hier fährt. Und wenn dann die Dampflok kommt, haben wir ein Problem, kann das sein? Er wartet jetzt auf die Dampflok oder was? Ne, die fährt noch weg. Die fährt jetzt hier, okay. Das könnte hier noch ein bisschen tricky werden, aber weißt du, was wir machen? Wir machen das ganz einfach so, dass wir da noch ein Signal bauen. Hier so auf halber Strecke, ne? Falls es zwei gibt, dann können die hier hintereinander fahren. Sollte funktionieren. Oh, da hört sie das Drehgestell, wie das quietscht, ne? So, er fährt schon mal hier lang. Beide wieder mit 20 voll, das ist schon mal gut. Fahren auch schnell, auch gut. So, was wir jetzt noch für ein Problem haben, das ist hier der LKW, ne? Der hier fährt irgendwo einsam und alleine. Der muss hier auf dieser Strecke ja sein. Auf Linie 27. So, Fahrzeug verwalten. Fahrzeug ist gut. Fahrzeug klonen. Aber es gibt wohl kein anderes. 2, 4, 5, 6. Ja, mach mal so. Wollen wir mal hoffen, dass das so läuft. So, und das war Linie 27. Okay. Gibt es noch mehr Linien? Ja, klar, gibt es noch mehr Linien. Warte, das können wir erstmal schließen. Hier war noch eine Linie drauf. Die Linie 28, die machte das gleiche wie die andere auch. Ah, das ist jetzt, na, obwohl, das ist ja egal. Fahrzeug verwalten, klonen. Ich glaube, so läuft's, oder? Sind genug. So, jetzt müssen wir nur gucken. Der eine fährt schon mal da zurück, während der andere hier noch wartet, oder was? Ne? Das ist jetzt nicht so prickelnd. Obwohl, jetzt kriegen die wieder durch einen Abstand, der vielleicht Sinn macht nachher. Wo ist die Dampflok?
Ist die hier? Nee. Ich sehe die zweite Dampflok nicht. Hier steht eine. Achso, die ist ja hier hinten hingefahren, ne? Ah, die fährt hier auch gerade los. Und die andere kommt da, ne? Das ist ja ein Personenzug und der fährt 86 ein. Das ist alles okay dann. Warte mal, schnell hier hin. Dann kriege ich den anderen noch mit. Kann ich den wieder umswitchen. Okay, die fahren beide Minus ein. Sind jetzt nicht so prickelnd dann, wenn die da Minus fahren. Braucht doch Plus. Er fährt. Das ist jetzt nicht so toll, ne? Warum machen die Minus? Weil die zu viel stehen oder was? Verstehe ich jetzt nicht. Die sind doch jetzt hier auch voll am Fahren. Da muss doch das Geld reinkommen, oder? Oder ist die Strecke zu lang für die? Eigentlich nicht. 30 Passagiere warten da. Komisch. Aber nicht schlimm, wir müssen erstmal einen Cut machen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.